Hallo und herzlich willkommen zu Take 3 von diesem Gequatsche. Wir befinden uns in meiner privaten Prison Architect Welt. Es sieht wunderschön aus von oben, halbwegs durchgeplant sogar. Ich habe richtig viel Kohle. Irgendwann kommen wir vielleicht auch mal im Let's Play dazu. Ja, eigentlich wie immer bei einem Gequatsche gibt es nur dieses eine Bild. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt eine Aufnahme laufen lasse und nicht einfach einen Screenshot mache. Naja, ist halt so. Und zwar Gequatsche haben wir zwei große Themen und das eine ist in zwei kleinere unterteilt oder so. Und zwar folgendes. Die Prison Architect Staffel Numero Uno, die im Moment ja für euch noch läuft, für mich ist sie beendet, wird enden. Da-da. Und zwar etwa grob geschätzt Mitte Oktober, ich schätze mal so am Mitte Ende Oktober, eher 14. irgendwie um den Dreh kommt wahrscheinlich die finale Abschlussfolge, nicht Staffel, die finale Abschlussfolge, die relativ kurz gehalten ist. Und da wird dann ein bisschen mehr erklärt. Ich quatsch doof rum und das Ganze quatsche ich jetzt auch nochmal. Und zwar ist es nämlich so, im Oktober soll Prison Architect die Vollversion und die fertige Version rauskommen. Das heißt, die Alpha-Phase ist beendet. Wir haben nicht sehr viel von dieser Alpha-Phase mitbekommen. Oh. Aber dennoch ist sie auch für uns beendet. Und ja, das heißt, Staffel 2 wird dann in der Vollversion beginnen. Soweit dazu. Das heißt, es kommt eine Staffel 2. Sie kommt so zeitnah wie irgend möglich. Ich versuche es auf Mitte Oktober zu legen. Sofern ich denn das mit Aufnahmen zeitnah und alles hinbekomme überhaupt. Ja, das dazu. Staffel 2, Prison Architect, Mitte Oktober. So viel in Kurzfassung. So, dann dazwischen, nach dem Ende von Breach and Clear, welches ja auch ansteht, Anfang Oktober. Allerdings schon wird es mindestens ein Kurzprojekt geben, das von aus drei Folgen besteht. Theoretisch überbrückt das so eine Woche, sage ich mal. Also ich wollte das gerne innerhalb einer Woche dann abgefrühstückt haben. Es ist wirklich ein Kurzprojekt. Man könnte fast sagen, ein angedaddelt auf drei Folgen verteilt. Ja, und ein weiteres, sollte ich sagen, welches Spiel? Ja, schaut es euch ruhig einfach an. Wer sich scheut, das Geld dafür auszugeben, ist in Ordnung. Guckt euch das Spiel erstmal bei mir an vielleicht. Und zwar geht es um den Klo-Manager. Das ist ein recht altes Spiel und ich würde es heute als Indie-Game bezeichnen. Ja, ich hoffe, ich trete da niemandem auf den Schlips, wenn ich das so mache. Also ich würde es als Indie-Game bezeichnen. Es war schon damals kein großer Publisher oder sonst was dahinter. Es war ein sehr, sehr witziges Spiel für zwischendurch und zwischendrin, womit man aber trotzdem sehr, sehr viele Stunden verbringen kann. Und ja, als nächstes Spiel, was auf der Kurzprojekteliste steht, wäre da Plague Inc. Da werden wir auf jeden Fall auch andaddeln und ein paar Folgen mit verbringen, vermute ich. Aber wann das dann sein wird, das wird definitiv natürlich nach Clone Manager kommen. Aber mehr ist da noch nicht zu sagen. Wie lange das geht, ist auch noch nicht klar. Deswegen lasst euch überraschen, so viel zu dem kurzen Gequatsche des heutigen Tages. Viel Spaß weiterhin. Ciao, ciao.